Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt in unserer Vorbereitung auf das Bibelgespräch am 24. September. Es ist die letzte Betrachtungslektion in diesem Betrachtungsheft Anbetung. Das heißt, unsere Cannstatt Study Hour gibt es jetzt schon seit einem halben Jahr. Das zweite Viertel haben wir beendet und wir sind Gott so dankbar für die Möglichkeit, gemeinsam studieren zu können und uns noch besser vorzubereiten auf das Bibelgespräch. Wir haben uns das ganze letzte Quartal mit dem Thema Anbetung beschäftigt und wir sind im Schnelldurchgang sozusagen durch die ganze Bibel gegangen, durch 1. Mose, 2. Mose, durch die Propheten und dann jetzt in den letzten Wochen auch durch das Neue Testament. Und in dieser letzten 13. Betrachtung wollen wir gemeinsam studieren, wie das Thema Anbetung eine Hauptrolle einnimmt im Buch der Offenbarung. So heißt unser Thema Anbetung im Buch der Offenbarung und deswegen wollen wir auch die Offenbarung aufschlagen und in diesem Buch studieren. In Offenbarung 1, Vers 1, dort heißt es: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Viele Menschen glauben, dass die Offenbarung des Johannes ist. So heißt sie auch in manchen Bibeln. Aber die Bibel selbst macht es deutlich, dass es nicht die Offenbarung des Johannes ist, sondern die Offenbarung Jesu Christi. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist das Zentrum des Buches der Offenbarung. Die Offenbarung enthält viele merkwürdige Symbole, viele schwer verständliche Passagen, aber das Zentrum, um das sich alles dreht, ist Jesus. So lesen wir in Offenbarung 1, Vers 13. In Offenbarung 1, Vers 13. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Wir finden hier den Sohn des Menschen in dem ersten Kapitel der Offenbarung beschrieben, wie er zwischen den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Und wir wollen uns die Frage stellen, wer sind diese sieben goldenen Leuchter? Die Bibel beantwortet es noch im gleichen Kapitel in Vers 20. In Offenbarung 1, Vers 20 sagt die Bibel: Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Jesus wird dargestellt in der Offenbarung, wie er unter den sieben Leuchtern wandelt. Das heißt, er ist mitten unter den sieben Gemeinden. Diese Gemeinden werden ausführlich beschrieben in Offenbarung 2 und 3. Wir sehen dort, ohne dass wir jetzt Zeit hätten, das im Detail anzuschauen, wie durch die Kirchengeschichte Gott immer ein Volk hatte und welche Herausforderungen die Gemeinde in den jeweiligen Epochen der Kirchengeschichte hatte und zu bestehen hatte. Und wenn die Bibel uns sagt, dass Jesus bei allen sieben Gemeinden war, das heißt bei Ephesus, bei Smyrna, bei Pergamos, bei Thyatira, bei Sardes, bei Philadelphia und bei Laodicea, dann ist das nichts weiter als eine Bestätigung dessen, was Jesus in Matthäus 28 gesagt hat. In Matthäus 28, Vers 20, dort sagt die Bibel: Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Nicht nur zur Zeit der Urchristenheit, sondern durch alle Zeitepochen ist Jesus bei seiner Gemeinde. Das ist eine der Hauptbotschaften der Offenbarung. Jesus ist inmitten seiner Gemeinde und nicht nur das. Er möchte genau seiner Gemeinde, den Menschen, ein Vorbild sein. Das finden wir in Offenbarung 3, Vers 21. Offenbarung 3, ab Vers 14, beschreibt ja unsere Zeit, unsere Gemeinde, die Gemeinde Laodicea. Und in Vers 21 lesen wir: Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus beschreibt hier, wie es möglich ist zu überwinden, und er beschreibt, dass er selbst das Vorbild ist. Wenn wir überwinden, wie
er überwunden hat, dann werden wir auch Teilhaber seiner Herrlichkeit sein. Jesus wird also beschrieben als derjenige, der in der Gemeinde ist, derjenige, der der Gemeinde ein Vorbild ist. Es gibt noch mehr Dinge, die über Jesus gesagt werden in der Offenbarung. Und zwar, wenn wir zurückgehen zu Offenbarung 1, Vers 16. Dort sagt die Bibel, und er hatte in seiner rechten Hand, Offenbarung 1, Vers 16, und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Was hat das zu bedeuten? Die Bibel sagt uns in Hebräer 4, Vers 12, was dieses zweischneidige Schwert bedeutet. Es heißt in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes wird beschrieben als ein zweischneidiges Schwert. Jesus in der Offenbarung wird beschrieben, wie das Schwert aus seinem Mund hervorgeht. Eine wunderbare Symbolik, denn das Wort Gottes kommt ja aus Jesu Mund. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14 sagt, dass dieses Wort Fleisch wurde. Jesus ist das Wort Gottes. Und wenn sich also die Offenbarung um Jesus dreht, wenn Jesus das Zentrum der Offenbarung ist, dann können wir davon ausgehen, dass das Wort Gottes, die Bibel, die Basis, das Fundament der Offenbarung ist. Die ganze Offenbarung will uns zurückführen zur gesamten Bibel. Aber Jesus ist noch mehr. Wenn wir gerade in Vers 16 gelesen haben, dass in Offenbarung 1, Vers 16, dass sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Denn erinnert uns das an eine Aussage in 2. Korinther 4, Vers 6, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. 2. Korinther 4 und dort Vers 6. Und das ist, was die Bibel dort sagt. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Offenbarung 1, Vers 16 sagt, das Angesicht Jesu Christi leuchtet wie die Sonne. Hier heißt es, dass die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu zu erkennen ist. Und wir haben schon in früheren Kanzler Study Hours darüber gesprochen, wie die Herrlichkeit Gottes dargestellt wird durch das Licht und durch die Sonne. Hebräer 1, Vers 3 beschreibt diesen Gedanken in einer etwas anderen Art und Weise, genau so. Hebräer 1, Vers 3, ebenfalls von Christus sprechend, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus ist der Ausdruck, der Abdruck, der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Da haben wir die Verbindung zwischen der Herrlichkeit Gottes, seinem Charakter und seinem Wort. Und Jesus wird genau so vorgestellt. Der Jesus der Offenbarung ist ein ganz spezifischer Jesus. Der Jesus der Bibel, des Wortes Gottes, der den Charakter Gottes klar beschreibt. Schauen wir in Vers 17, Offenbarung 1. Offenbarung 1 und dort Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Der Erste und der Letzte. Was ist die Bedeutung dieser Aussage? Nun, wenn wir das im gleichen Kapitel, Vers 4 lesen und 5, da lesen wir Folgendes. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, und er war und er kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde. Hier haben wir drei Personen beschrieben. Wir haben den, der ist und der war und der kommt. Dann haben wir die sieben Geister, also den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Und Jesus Christus. Könnt ihr das sehen? Der ist, der war und der kommt.
die sieben Geister und Jesus Christus. Lesen wir einmal Vers 8 gemeinsam. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Viele Menschen, die diesen Vers lesen, glauben, dass das von Jesus spricht. Aber der nächste Teilsatz sagt, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Der ist und der war und der kommt ist ein Zitat aus Vers 4. Und in Vers 4 bezieht sich der ist, der war und der kommt, nicht auf Jesus, denn die Aufzählung ist, Gnade sei mit euch von dem, der ist und der war und der kommt, von den sieben Geistern und von Jesus. Der ist und der war und der kommt, ist eine Referenz zu Gott dem Vater. Warum ist das so entscheidend? Weil Gott der Vater sagt, ich bin das A und das O. Und dann in Vers 17 sagt jetzt Jesus, ich bin der Erste und der Letzte. Allein dieses kleine Studium sollte uns davon überzeugen, dass Jesus ganzer Gott ist. Er ist der Erste und der Letzte, genauso wie Gott der Vater in Vers 8 das A und das O ist. So sehen wir Jesus beschrieben als das Fundament der Offenbarung in all seinen Facetten, in all seinen Eigenschaften, als derjenige, der das Wort Gottes ist, und derjenige, der den Charakter Gottes widerspiegelt, der ganzer Gott ist und trotzdem Mensch wurde, um den Menschen ein Vorbild zu sein. Das ist das ganze Hauptthema der Offenbarung. Das müssen wir gut verstehen. Auch dann, wenn wir Anbetung in der Offenbarung verstehen wollen. Die Offenbarung enthält gleich zwei Kapitel voller Anweisungen über Anbetung. Das sind die Kapitel 4 und 5. Wir wollen hier nur ganz kurz darauf eingehen. In Offenbarung 4, Vers 8 wird uns beschrieben, was der Kerninhalt der himmlischen Anbetung ist. Die Bibel sagt, und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Dieses heilig, heilig, heilig gibt es nur noch einmal in der Bibel, nämlich in Jesaja 6. Der Kerninhalt der himmlischen Anbetung, wie er sich hier in Offenbarung offenbart, ist nicht einfach nur die Liebe oder die Gnade Gottes und die Güte. Nein, der Kerninhalt ist die Heiligkeit Gottes. Und aus dieser Heiligkeit Gottes entspringen alle anderen Charaktereigenschaften Gottes. Wenn unser Ziel es ist, und es sollte es sein, der himmlischen Anbetung so nahe wie möglich zu kommen, dann sollten wir uns fragen, inwieweit ist die Heiligkeit Gottes der Kerninhalt unserer Anbetung hier auf Erden in unseren Gemeinden? Inwieweit ist heilig, heilig, heilig der Grundtenor unserer Gottesdienste? Das ist die praktische Lehre, die wir hier ziehen können. Die Offenbarung gibt uns zwei Gründe für die Anbetung. Wir haben das schon öfter mal angeschaut. In Vers 11 heißt es, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Gott ist würdig, angebetet zu werden, weil er der Schöpfer ist. Und der zweite Grund, der sich findet in Offenbarung, findet sich in Offenbarung 5, Vers 9. Dort heißt es, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hier spricht es von Jesus, und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Der zweite Grund ist Erlösung. Und das ist immer wieder wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, auch wenn wir es schon öfter einmal erwähnt haben. Es gibt genau zwei Gründe für Anbetung, Schöpfung und Erlösung. Und Erlösung ist ja nichts weiter als Neuschöpfung, so wie uns Psalm 51, Vers 12, 2. Korinther 4, Vers 6, Epheser 2, Vers 10 und viele andere Texte in der Bibel zeigen. Wir wollen hier noch ein kleines anderes Detail anschauen, in Offenbarung 5, Vers 8. Offenbarung 5, Vers 8, da lesen wir, und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder
Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Nun, die Heiligen in der Bibel sind die Menschen, die auf der Erde, in der Gemeinde Gottes, treu nach dem Wort Gottes leben. Denn die Bibel sagt in Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Geheiligt wird man durch das Lesen, Studieren und Umsetzen und Weitergeben des Wortes Gottes. Und diese Heiligen beten und ihre Gebete steigen als Rauch, als Räucherwerk hinauf in den himmlischen Thronsaal. Das heißt, durch unsere Gebete nehmen wir tatsächlich teil am himmlischen Gottesdienst. Ist uns das bewusst, dass unsere Gebete direkt verbunden sind mit dem himmlischen Gottesdienst? Wir können durch das Gebet nicht nur am irdischen Gottesdienst teilnehmen, sondern auch am himmlischen. Schauen wir einmal in Hebräer 4, Vers 14 bis 16, wie dieser Gedanke dort ausgedrückt ist. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Der Thron der Gnade befindet sich in keinem Gottesdienstraum auf dieser Welt. Der Thron der Gnade befindet sich im Himmel. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott möchte uns Barmherzigkeit geben und nicht nur das, er möchte uns sogar Gnade geben, damit wir zur rechtzeitigen Hilfe, zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Wir können, wenn wir gefallen sind, Vergebung bekommen, aber noch bevor wir fallen, können wir Hilfe bekommen, damit wir nicht fallen brauchen. Beide Aspekte der göttlichen Gnade finden sich am Gnadenthron und der befindet sich im Himmel. Und wie kommen wir dorthin? Keine Raumfahrtrakete kann uns dorthin bringen. Es kann allein das Gebet, das Studium des Wortes Gottes, Anbetung verbindet uns mit dem himmlischen Thronsaal. Und das ist der Gedanke der Anbetung in der Offenbarung. Denn die Offenbarung beschreibt wie kaum ein anderes Buch in der Bibel die Realität eines echten Gottesdienstes im Himmel. Und du und ich, wir können Teilnehmer sein, wir können dabei sein, wir können tatsächlich hinzutreten zum Thron der Gnade durch das Gebet. Der gleiche Gedanke wird ausgedrückt auch in Hebräer 12, ab Vers 22. Hebräer 12, Vers 22 und 23. Dort lesen wir, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wir sind als Gläubige gekommen zum himmlischen Heiligtum, zum himmlischen Jerusalem. Wir sind anwesend, nicht körperlich, aber durch das Gebet, durch wahre Anbetung sind wir mit dabei. Ist uns das bewusst, dass wahre Anbetung nicht einfach nur eine geistliche Übung ist, nicht nur eine geistliche Disziplin, sondern wahre Anbetung verbindet uns tatsächlich real mit dem himmlischen Gottesdienst. Wie müsste unser Gottesdienst hier auf Erden sein, damit er so nah wie möglich dem himmlischen Gottesdienst kommt, damit diese beiden Dinge miteinander verbunden werden können? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten, wenn wir das nächste Mal über Gottesdienstreform nachdenken. Zu oft wollen wir unsere Gottesdienste verändern, damit sie mehr der Welt gleichen und mit der Welt verbunden werden können. Aber die Offenbarung zeigt uns, Anbetung in der Offenbarung lehrt uns, dass das Ziel nicht sein sollte, unsere Gottesdienste immer mehr ähnlich der Welt zu machen, sondern immer mehr ähnlich dem himmlischen Heiligtum und der himmlischen Anbetungsstätte. Und das wird dann auch Menschen in unsere Gottesdienste locken. Denn dann wird Christus offenbar werden und Christus zieht die Menschen zu sich. Lesen wir noch einen Vers in Psalm 141 zum Gebet. Psalm 141, auch den haben wir schon öfter hier zitiert. Psalm 141 und dort Vers 2. Die Bibel sagt,
Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Das Räucherwerk ist das Gebet und von allen Gegenständen im Heiligen war der Räucheraltar am allernächsten zum Allerheiligsten, zum Thron Gottes. Und das ist eine interessante Lehre dahinter. Denn wie ihr wisst, war der Vorhang zum Allerheiligsten nicht bis oben zu, sondern das Räucherwerk stieg hinauf über den Vorhang und deutete so an, dass durch das Gebet wir die direkteste Verbindung zu Gott haben können. Was ist das Ziel aller Anbetung? Schauen wir gemeinsam in Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Wir gehen ein bisschen durch die Offenbarung und schauen einige der Hauptschlüsselelemente bezüglich Anbetung an. Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Die Bibel sagt, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Das Ziel aller Anbetung ist nicht hier ein wunderbarer Gottesdienst auf Erden. Das Ziel aller Anbetung ist nicht eine einheitliche Meinung hier nur auf Erden. Das Ziel aller Anbetung ist der gemeinsame Gottesdienst mit den ungefallenen Welten, mit den Engeln und mit allen Erlösten aller Zeitalter im Himmel, am gläsernen Meer. So wie es beschrieben wird in Offenbarung 15, Vers 2 und 3. Offenbarung 15, Vers 2 und 3, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen und über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Hier wird genau dieser Gottesdienst beschrieben am gläsernen Meer. Und das Lied des Mose, das Lied des Lammes, das sind die Lieder, die wir singen werden. Wir haben bereits das Lied des Mose und all diese Dinge genauer studiert. Hier in Offenbarung kommen all die Linien zusammen. Die Offenbarung fasst letztendlich all das zusammen, was wir in den letzten 12 Wochen gemeinsam angeschaut haben. Aber die Bibel sagt auch, dass nur diejenigen dort anbeten können, im himmlischen Thronsaal, am gläsernen Meer, die den Sieg errungen haben über das Tier, über das Bild des Tieres, über das Mahlzeichen und die Zahl seines Namens. Warum muss ein wahrer Anbeter den Sieg erringen über das Tier und das Mahlzeichen und das Bild des Tieres? Was hat biblische Anbetung, was hat Anbetung in der Offenbarung zu tun mit diesen prophetischen Symbolen? Wenn wir noch einmal zurückgehen zu Offenbarung 7, da lesen wir in Vers 9, dass diese große Schar herauskommt aus allen Nationen, allen Stämmen, Völkern und Sprachen. Und das ist ein direktes Zitat aus Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel am Himmel fliegen, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, allen Nationen, allen Stämmen und allen Völkern und allen Sprachen. Gehen wir ganz kurz zu Offenbarung 14. Und sehen dort in Offenbarung 14, Vers 7, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Anbetung gehört als Zentralthema in das Zentrum der Botschaft der dreifachen Engel. Und in Vers 9 lesen wir, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, Vers 10, so wird er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Liebe Freunde, wir haben am Anfang unserer Betrachtung diesem Quartal, in der allerersten Betrachtung, schon einmal angedeutet, dass es einen großen Kampf gibt zwischen zwei Systemen der Anbetung. Und wir haben die Prinzipien dahinter durch die ganze Bibel verfolgen können.
Und hier in der Offenbarung kommen alle Linien zusammen. Und diese Linien werden jetzt hineingesetzt in ein klares prophetisches Bild der Endzeit. Und wir wollen verstehen, wer ist das Tier und warum ist dieses Tier mit seinem Bild und seinem Malzeichen so entschieden verknüpft mit Anbetung, falscher Anbetung. Schauen wir Offenbarung 13 an. Offenbarung 13 beschreibt sowohl das Tier als auch das Bild des Tieres als auch das Malzeichen. Das heißt, dieses Kapitel ist entscheidend zu verstehen. Es beschreibt hier zwei Weltmächte in der letzten Krise um die Anbetung. In Vers 1 lesen wir, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Nun, dieses Tier ist sehr ähnlich mit dem Drachen in Offenbarung 12, Vers 3. Schauen wir in Vers 3 des Kapitel 12. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Wir haben ebenfalls in Kapitel 12 7 Köpfe und 10 Hörner. Allerdings haben sind die Kronen hier auf den Köpfen und nicht auf den Hörnern, wie in Kapitel 13, Vers 1. Ebenfalls ähnlich ist das beschrieben in Offenbarung 17, Vers 3. Es heißt hier in Offenbarung 17, Vers 3, und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Also wir haben den Drachen in Offenbarung 12, der 7 Köpfe, 10 Hörner hat. Wir haben das Tier aus dem Meer in Offenbarung 13, das 7 Köpfe, 10 Hörner hat. Und wir haben dieses Tier in Offenbarung 17, das 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Aber der Drache hat noch keine Lästerung. Und seine Kronen sind auf den Köpfen. Das Tier in Offenbarung 13 hat die Kronen auf den Hörnern und hat Namen der Lästerung auf den Köpfen. Und das Tier in Offenbarung 17 hat gar keine Kronen mehr, aber ist voller Lästerung. Wir sehen hier eine Entwicklung. Eine Entwicklung. Es sind drei Stadien der Entwicklung Roms. Offenbarung 12 beschreibt das kaiserliche Rom, wie es versucht, Christus zu töten. Natürlich steht der Drache zuerst einmal für Satan, aber Satan benutzte römische Soldaten, die römische Staatsmacht, um Christus zu töten. Die 12 Köpfe, so wird uns gesagt, in Offenbarung 17 stehen für die 7 Hügel der Stadt Rom. Und dass die Köpfe dort gekrönt sind, bedeutet, dass die kaiserliche Macht tatsächlich in Rom auch gewesen ist. Aber es gab keine Lästerung. Warum? Weil es eine offen heidnische Macht war. In Kapitel 13 wird die gleiche Macht in einer transformierten Gestalt gezeigt. Jetzt sind die Kronen nicht mehr auf den 7 Köpfen, auf den 7 Hügeln der Stadt, sondern sie sind jetzt auf den 7 Hörnern, auf den 10 Hörnern. Die 10 Hörner stehen natürlich für die 10 Hörner Europas. Die sind gekrönt, aber die Köpfe sind voller Lästerung. Diese Macht nimmt einen christlichen Charakter an und lästert Gott, so wie es Daniel 7, Vers 25 und auch 2. Thessalonicher 2 ausführlicher beschreiben. Und in Kapitel 17 haben wir die gleiche Macht wieder etwas transformiert in der modernen Gestalt. Keine Kronen mehr, keine Könige mehr. Wir haben heute moderne Nationen, aber voller Lästerung. Die Entwicklung hat zugenommen. Nun gehen wir zurück zu Offenbarung 13 und dort Vers 2. Offenbarung 13, Vers 2. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Nun, hier sind 4 Tiere beschrieben. Und diese 4 Tiere finden sich alle in Daniel 7. Wir finden den Panther, wir finden den Bär, wir finden den Löwen. Und der Drache könnte eine Parallele sein, offensichtlich zu dem schrecklichen Tier aus Daniel 7. Wir haben nicht die Zeit, Daniel 7 hier genau auszulegen, aber wenn ihr Entscheidung 21 gesehen habt, werdet ihr genau wissen, um was es geht. Daniel 7 beschreibt diese Tiere in der Reihenfolge Löwe, Bär, Panther, schreckliches Tier. Hier werden sie umgekehrt beschrieben. Jedes Tier steht für eine bestimmte Nation. Der Löwe steht für Babylon, der Bär steht für Medo-Persien, der Panther oder Leopard steht für Griechenland und
Das vierte Tier, das schreckliche Tier, der Drache, steht für das kaiserliche Rom. Offenbarung 13 beschreibt uns, dass dieses mittelalterliche Rom, das Tier aus dem Meer, nun aus allen diesen vier Nationen gewisse Elemente enthält. Dieses Tier hat Elemente eines Panther, es hat Elemente eines Bären, es hat Elemente eines Löwen und es bekommt vom Drachen, vom schrecklichen Tier, die Kraft, den Thron und die Vollmacht. Nun, woher hat die römisch-katholische Kirche, die hier in Offenbarung 13 beschrieben steht, seine Theologie? All die Lehren, die Sonderlehren, die nicht biblischen Lehren der katholischen Kirche kommen aus Babylon. Sei es die Unsterblichkeit der Seele, sei es die letzte Ölung, sei es die Priesterbeichte, sei es Weihnachten und Ostern und all diese Kirchenfeste. All das kommt und vieles mehr direkt aus Babylon. Was ist das persische Element im Papsttum? Das persische Element kann erkannt werden, wenn man Daniel 6 studiert. Daniel 6 beschreibt, dass die Meder und Perser eine Angewohnheit hatten, wenn es um ihre Gesetze geht. Wir sagen heute noch, dass es ein Gesetz der Meder und Perser ist, wenn es unfehlbar ist, wenn es nicht geändert werden kann, wenn es nicht zurückgenommen werden kann. Und dieses Element der Unfehlbarkeit, der nicht Zurücknehmbarkeit der Gesetze ist ein Element, das auch das Papsttum angenommen hat. Überdies ist es interessant zu wissen, dass viele der Zeremonien und der äußerlichen Kleidung der katholischen Priester direkt zurückgeht auf persische Zeremonien und den Mithras-Kult. Wie steht es mit Griechenland? Was ist der griechische Einfluss in der römisch-katholischen Kirche? Hier denken wir an die griechische Philosophie. Die katholische Kirche gibt selbst zu, dass griechische Philosophie, dass ihre Lehre eine Verbindung zwischen dem biblischen Christentum und der griechischen Philosophie ist. Das hat Kardinal Ratzinger, jetzt als Papst, vor wenigen Jahren in seiner berühmten Regensburger Rede ganz deutlich herausgestellt. Und was ist das römische Element? Die gesamte Rechtsprechung der katholischen Kirche basiert auf dem römischen Recht. Und die Struktur der Kirche. Das heißt, sowohl Babylon, Medo-Persien, Griechenland als auch Rom haben ihren Einfluss in der Entstehung dieser mittelalterlichen Kirche, was uns deutlich machen sollte, dass diese Form der Anbetung, die in Offenbarung 13 dann ausgeübt werden soll, deutlich heidnischen Ursprungs ist. In Vers 3, Offenbarung 13, Vers 3 lesen wir, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Hier ist das beschrieben, was wir in Daniel 7, Vers 25 auch finden, die tödliche Wunde nach 1260 Jahren im Jahre 1798. Für mehr Informationen schauen Sie Entscheidung 21. Und diese Wunde, die das Papsttum bekommen hat, heilt vor unseren Augen. Meine lieben Freunde, egal wie viel Sie in der Prophetie studieren, ich glaube, jedem von uns wird sehr deutlich, dass diese Aussagen der Prophetie sich vor unseren Augen erfüllen. Wir stehen vor der letzten Auseinandersetzung und es wird um Anbetung gehen. Wenn wir ein ganzes Quartal uns über die Anbetung Gottes Gedanken machen, dann sollten wir uns auch einige Minuten einmal Zeit nehmen, darüber ehrlich nachzudenken, wie weit wir schon im prophetischen Abschnitt der Weltgeschichte vorangeschritten sind, um zu verstehen, was für eine Krise auf uns zukommt. Die Macht, von der die Bibel warnt, dass sie noch einmal das Thema Anbetung zum großen Konflikt machen wird, diese Macht gewinnt täglich an Einfluss vor unseren Augen, sodass wir heute Dinge sehen, die vor 20, 30, 50 Jahren noch völlig undenkbar waren. Es sollte uns aufrütteln. Es sollte uns wirklich aufrütteln. Anbetung ist mehr als nur die Frage, welches Liederbuch singe ich im Gottesdienst. Anbetung ist die Frage, wie gut kenne ich die Prophetie? Wie gut kenne ich die dreifache Engelsbotschaft? Wie genau bin ich verbunden mit dem himmlischen Heiligtum? Das sind die Themen der Anbetung, um die es gehen wird im letzten Kampf.
Schauen wir in Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Nun, der Drache in Offenbarung 12, Vers 9 wird ziemlich genau beschrieben als Satan letztendlich, auch wenn er das Römische Reich benutzt hat. Und was wir hier sehen, ist, dass Anbetung, die dem Tier gezollt wird, in Wirklichkeit weitergeleitet wird. Und jeder, der das Tier anbetet, eigentlich den Drachen, das heißt Satan anbetet. Falsche, sogenannte christliche Anbetung ist nach der Bibel Satans Anbetung. Was für ein ernstes Thema. Es ist genau das Thema der dritten Versuchung Jesu, wo Jesus versucht worden ist, Satan anzubeten und er sich als Engel des Lichts verkleidet hat. Satan versucht die gleiche Strategie heute auch noch, aber beim Menschen hat er viel mehr Erfolg oftmals als bei Jesus. Schauen wir Vers 5 bis 7 an. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerung redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken, lang zu wirken, und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Die Lästerung bezieht sich nicht einfach nur gegen Gott. Sie bezieht sich auch gegen sein Heiligtum, gegen sein Zelt. Mit anderen Worten, diese Macht, und das wird beschrieben in Offenbarung 8, kämpft gegen das himmlische Heiligtum. Wann immer jemand gegen das himmlische Heiligtum und gegen all die Wahrheiten, die verknüpft sind mit dem himmlischen Heiligtum, spricht oder das für unwichtig erachtet, ob er es weiß oder nicht, folgt in den Fußstapfen dieses Tieres aus Offenbarung 13. Und das ist der Grund, warum wir so viel Bedeutung dem himmlischen Heiligtum zumessen sollten, warum es ein Eckstein und ein Fundament unseres Glaubens sein sollte, das uns bewahren wird in der letzten Krise um die Anbetung. Vergleichen wir noch Vers 7, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und das ist der Grund, warum jeder Volksstamm, jede Sprache und jede Nation das ewige Evangelium hören muss, weil jede Nation, jeder Volksstamm und jede Sprache und jeder Stamm in diesen Konflikt einbezogen sein wird. Jeder. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, jeden zu warnen. Und die Bibel beschreibt hier, dass wer falsche Anbetung praktiziert, früher oder später zur Gewalt greifen wird. Das kleine Horn hat zur Gewalt gegriffen und das ist etwas, was wir schon ganz, ganz, ganz am Anfang der Bibel gesehen haben. In unserer ersten Woche, als wir über Anbetung gesprochen haben, haben wir studiert den Kampf zwischen Kain und Abel. Falsche Anbetung führt immer zur Unterdrückung anderer. Schauen wir Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lammes, des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Die Bibel beschreibt uns einen globalen Test und liebe Freunde, wir stehen kurz vor diesem globalen Test. Bist du bereit für diesen Test? Hast du dich ganz klar festgelegt in deiner Position bezüglich der Anbetung? Weißt du, was du glaubst? Und bist du bereit, für diesen Glauben einzustehen, egal wie die Konsequenzen sein mögen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Vergleichen wir jetzt in Vers 11 das zweite Tier ganz kurz, das aus der Erde herauskommt. In Vers 11 heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Ein Tier, das aussieht wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache, ist im Wesentlichen was? Im Wesentlichen ist dieses Tier ein falscher Prophet. So wie Jesus von Wölfen spricht, in Schafskleidern. Es sieht aus wie ein Lamm, spricht wie ein Drache, ein falscher Prophet. Das ist der Grund, warum dieses Tier in der restlichen Offenbarung dann falscher Prophet genannt wird. Es ist die USA, die um 1800 entstehen, zunächst einmal sehr Christus ähnlich sind, zwei Hörner. Matthäus 22, Vers 21 sagt uns, das könnt ihr zu Hause nachlesen, dass Kirche und Staat getrennt sein sollen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gottes, was Gottes ist. Aber in den USA werden nach und nach diese beiden getrennten Hörner des Lammes miteinander vermischt. Der Anschein trügt.
die Verwandlung des Charakters erfolgt durch die Gesetzgebung, denn eine Nation spricht durch ihre gesetzgebende Versammlung. Was ist der Grund für die Anbetung hier in Offenbarung 12, Vers 14? Der Grund für Anbetung im himmlischen Heiligtum ist die Schöpfermacht und die Erlösungskraft Gottes. Aber in Vers 12 bis 14 heißt es, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Was ist der Grund für Anbetung hier? Es ist nicht Schöpfermacht, es ist nicht die Erlösung, es sind Zeichen und Wunder. Die Welt wird am Ende, in den nächsten Jahren, verführt werden durch Zeichen und Wunder. Und diese falsche Anbetung durch Zeichen und Wunder hervorgerufen, wird mit Gewalt durchgesetzt werden in der Zukunft. Vers 15 bis 17 sagt uns, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das Tier in Offenbarung 13 ist eindeutig die römisch-katholische Kirche mit ihrer falschen Anbetung. Das Bild des Tieres ist also eine Kopie davon, und wenn Amerika beginnt, durch Gesetzgebung ebenfalls falsche Anbetung staatsmäßig zu fordern und die Verletzung dieser Gesetze zu bestrafen, dann hat sie dem Tier ein Bild geschaffen und handelt ganz genau so. Vers 16, es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Wir werden in den nächsten Folgen von Entscheidung 21 dieses Mahlzeichen genauestens studieren. Seid dabei bei dem Thema die letzte Täuschung 2, das Zeichen. Vers 17, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Große Repressalien stehen vor uns. Wirtschaftlicher Boykott, die Androhung der Todesstrafe, wenn wir treu stehen zur wahren Anbetung. Wahre Anbetung ist nicht nur eine Frage, wie wir uns fühlen oder wie schön der Gottesdienst sein kann. Die Frage der Anbetung wird zum Alles- oder Nichts-Test, ob wir Gott wirklich gehorsam sind. Bist du bereit für diesen Test? Bist du bereits so eng mit Gott verbunden, dass du durch diesen Test hindurch kannst? Oder hast du noch Dinge in deinem Leben, die geändert werden müssen? Muss dein Herz noch reformiert werden? Bist du bereit auf diesen einen großen Test? Bist du bereit für deinen Glauben, für die wahre Anbetung, nicht nur in Offenbarung, sondern in der ganzen Bibel, bist du dafür bereit, auf alles zu verzichten, selbst auf das Nötigste, Essen und Trinken, vielleicht sogar auf dein Leben? Ist dir das Thema Anbetung so wichtig geworden in den letzten Wochen? Zum Abschluss noch einmal Offenbarung 14, Vers 7 bis 12. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir haben schon ausführlich studiert, die Furcht Gottes ist der Gehorsam. Ihr könnt das lesen in Sprüche 8, Vers 13. Es ist das Abwenden vom Bösen. So genauso in 2. Mose 20, Vers 20, wo beschrieben steht, dass Gott zu fürchten, es bedeutet, nicht zu sündigen. Gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. In Daniel 8, Vers 14 wird die Stunde seines Gerichts beschrieben. Es ist 1844. Und dann heißt es, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. 2. Mose 20, Vers 8 bis 11 wird hier zitiert. Es geht um den Sabbat. Der Sabbat wird der letzte Test sein in der Frage der Anbetung. Deswegen haben wir ihn so ausführlich in den letzten Wochen auch studiert. In Vers 8 lesen wir, und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Wenn ihr ein interessantes Studium machen wollt, dann schaut morgen Entscheidung 21 zum Thema Babylon. Ihr werdet sehen, Babylon ist eine Verbindung von falscher Anbetung mit Staatsmacht. In Vers 9
heißt es, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Wir werden gewarnt vor diesem Mahlzeichen. Wenn wir das ewige Evangelium kennen, wird unser Ungehorsam uns das ewige Leben kosten. Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Warum? Weil ihnen der Ruhetag fehlt. Wahre Anbetung führt dazu, dass sie keine Ruhe haben Tag und Nacht. Und dann kommt Vers 12, das letzte und entscheidende Anzeichen. Die letzten drei entscheidenden Zeichen eines wahren Anbeters in der Offenbarung. Hier ist das standhafte Ausharren. Lest dazu Kolosser 1, Vers 11 und 12 zu Hause. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Wir haben gesagt, der Glaube Jesu ist Leben aus jedem Wort. Bist du ein wahrer Anbeter gemäß der Offenbarung? Hast du standhaftes Ausharren? Lebst du aus jedem Wort? Und bist du Gott gehorsam? Das ist das Kennzeichen eines wahren Anbeters. Möchtest du nicht auch so ein Anbeter sein? Anbetung so verstehen, anderen weitergeben, sie warnen vor dem großen Konflikt, der vor uns steht, und sich vorbereiten, um gemeinsam mit den ungefallenen Wesen, den Engeln und allen Erlösten aller Zeitaltern, die wahre Anbetung im Himmel in noch wunderbarer Herrlichkeit fortzusetzen. Ist das dein Wunsch und dein Ziel? Dann hat das letzte Quartal einiges bewirkt. Lasst uns das Thema Anbetung so studieren, wie es die Bibel zeigt, und lasst uns Gott gemeinsam im Geist und in der Wahrheit anbeten. Amen.